Vor 3 Jahren wurde der Ausbildungsberuf zum Notfallsanitäter eingeführt. Auf dem Messeforum standen heute einige angehende Notfallsanitäter für Fragen bereit. Ich habe mir 2 von ihnen geschnappt, Selina und Fabian, und sie hier in den Schwerlast-RTW eingeladen. Selina, was macht für dich die Ausbildung zu Notfallsanitäter so spannend? Ja, also das Spannende ist halt, dass wir ganz viele Menschen kennenlernen. Wir haben Menschen in allen Altersklassen oder in allen Lebensmomenten treffen wir sie quasi an. Ne? Wir müssen immer auf den Patienten richtig eingehen und die Ausbildung ist natürlich sehr abwechslungsreich. Wir sind im Krankenhaus, in der Schule, an den Wachen. Man sieht viel, man lernt viel und man lernt einfach viele Leute kennen. Fabian? Ja, was macht den Beruf so spannend? Spannend macht den Beruf halt Blaulicht, Martinshorn. Als kleines Kind fand man das immer toll und es war immer zwiespaltig. Der Weg zur Feuerwehr, der Weg zum Rettungsdienst. Ich habe mich dann für den Weg zum Rettungsdienst entschieden. Seit meinem 12. Lebensjahr bin ich in der Jugendfeuerwehr. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr und mich hat Feuerwehr und Rettungsdienst immer fasziniert. Leute in Not zu helfen, halt das Hobby zum Beruf zu machen. Und wie läuft die Ausbildung denn genau ab? Also was macht ihr? Also wir fangen quasi erstmal mit einem Schulblock an. Die Ausbildung geht über 3 Jahre. Dann sind wir erstmal in der Schule, dann gehen wir ins Krankenhaus und an die Rettungswache. Man wird in jedem Schulblock auf das nächste Praktikum vorbereitet. Wir sind jetzt zum Beispiel in Bocholt in der Schule. Man ist an seiner Lehrrettungswache und im Krankenhaus. Jede Lehrrettungswache hat sein eigenes Krankenhaus, wo die Auszubildenden noch immer hingehen, also im regelmäßigen Abstand. Und dort durchläuft man dann halt alle Abteilungen im Krankenhaus, die für uns relevant sind. Wichtig ist halt einfach, dass man einen Realschulabschluss hat oder einen Hauptschulabschluss, aber dann halt auch eine Berufsausbildung. Auf was freust du dich denn ganz besonders in der Ausbildung? Ich habe mich auf die Ausbildung eigentlich drauf gefreut im Krankenhaus. Mir war Krankenhaus vorher total fremd, war sehr selten noch im Krankenhaus und es war halt auch total interessant, mal zu sehen, wie es im Krankenhaus abgeht, wie es in den Stationen abgeht. Das war zum Beispiel unser erstes Praktikum, unser zweites Praktikum war dann in der Notaufnahme und da war man dann im Rettungsdienst doch sehr nah. Vor 3 Jahren wurde ja die Ausbildung zum Rettungsassistenten von der Ausbildung zum Notfallsanitäter abgelöst. Was sind da die Unterschiede? Was hat sich da geändert? Ja, auf jeden Fall sind die Kompetenzen jetzt unterschiedlich. Also wir haben als Notfallsanitäter ganz andere Kompetenzen als ein Rettungsassistent vorher. Was er in der Not durfte, müssen wir jetzt. Und es ist halt einfach fachlich sehr, sehr weit in der Materie drin. Die Rettungsassistenten haben sehr, sehr viel gelernt und jetzt kommt bei uns noch die ganze Medikamentenkunde dazu, was man alles noch richtig beherrschen muss und ja, alles noch mal ein bisschen tiefer und intensiver. Was muss ich mitbringen, damit ich mich für den Notfallsanitäter bewerben kann? Also bei uns war das zurzeit in Bocholt oder im ganzen Kreis Borken so, dass man eigentlich davon ausgehen wollte, dass jemand 18 ist, volljährig, dass jemand vielleicht auch eine Ausbildung hat, muss aber nicht unbedingt. Wir haben verschiedene Leute bei uns in der Klasse mit handwerklicher Ausbildung oder halt auch mit medizinischer Ausbildung schon. Wir mussten alle einen Theorietest machen über mehrere Stunden. Wir haben alle einen Sporttest abgelegt und mussten dann noch zum Bewerbungsgespräch. Was macht die Ausbildung denn generell attraktiv für junge Leute? Wieso sollte ich mich bewerben? Ja, also natürlich, wie Fabian schon sagte, Blaulicht. Es ist einfach toll, wenn man mit Blaulicht über die Straßen fährt und man kann einfach direkt helfen. Man sieht den Menschen, es geht ihm besser oder es ist gut, was ich tue, weil man direkt am Menschen ist. Und ich denke, das ist so der Hauptgrund oder der größte Beweggrund, warum man zur Feuerwehr oder zum Rettungsdienst gehen sollte. Man muss sich bewusst sein, dass man wirklich sehr, sehr nah am Menschen ist, dass man Menschen in viele Situationen erlebt, ob es gut ist, ob es schlecht ist. Und ich denke, das ist gerade das Interessante und Spannende an dem Beruf. Ich weiß nie morgens, wenn ich zur Arbeit gehe und mein Melde anmache, was mich eigentlich am Tag erwartet. Dann vielen Dank für eure Antworten. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schaut doch einfach am Donnerstag auf dem Messeforum vorbei. Da stehen die angehenden Notfallsanitäter wieder Rede und Antwort.